Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Hier drin befindet sich was, auf das ich mich jetzt sehr freue. Gut, der Titel verrät es. Es ist das neue Steam Deck mit OLED-Display. Es gibt noch ein paar andere Neuerungen, die gehen wir jetzt gleich der Reihe nach durch. Aber es ist auch das erste Steam Deck, was ich jetzt überhaupt mal habe. Es gibt wenig, wo ich mir so in den Hintern gebissen habe, als ich das erste Steam Deck nicht direkt bestellt habe. Und das dann doch in freier Wildbahn gesehen habe. Ich weiß, die lauten Lüfter und die Umbaumaßnahmen. Ja, aber es war doch etwas, mich als jemand, ne, der dann doch diese Handheld-Dinger für unterwegs immer liebgewinnender sieht, hab's ein bisschen bereut. Auf der anderen Seite, ne, Valve-Steam als Firma, bin ich persönlich nicht ganz so der Fan von. Ich habe es vorhin noch mal im Freundeskreis gesagt. Ich glaube, ich würde lieber 10-20% Aufpreis für ein Spiel bei GOG zahlen, als es bei Steam zu kaufen. Aber ich sehe auch ein, wie komfortabel, nett und toll, ne, Steam und das ganze Imperium, was sich drumherum aufgebaut hat, dann doch schön geworden ist. Es kommt der Duft Chinas oder wo auch immer sie fertigen raus. Das ist wahrscheinlich das Los der Early Adopters. Es ist die Version mit 512 GB für, ich glaube, 570 Euro. Nicht die Bonzen-Version mit einem Terabyte. Ob sich das irgendwann mal rechnen wird, naja, wer weiß. Ich würde sowieso erstmal gucken, wie sich das Ding bei mir so im Alltag schlägt, beziehungsweise ob ich es sinnvoll nutzen kann. Denn für den Videoschnitt für unterwegs ist eben mal das MacBook dabei. Da hält es sich aber mit Spielen in Grenzen. Und Spielen über Cloud-Dienste, sei es von Microsoft oder Nvidia, will ich ja dann doch lieber selber haben. Und deswegen sehe ich das Ding hier. Sieht das aus? Sieht ein bisschen aus wie das Commodore-Zeichen. Ich weiß ja nicht, wer da bei wem geklaut hat. So, auf jeden Fall. Kleines Steam-Köfferchen. Ja, okay. Guck mal, sogar mit Durchreiche für, wenn ich es am Koffer, am Trolley dann noch mit mir rumschieben möchte. Ja, bestimmt. Das Ding lasse ich so draußen liegen. Fangen wir erstmal mit der unspektakulären, wahrscheinlich Stromversorgung an. Wo ich mich jetzt auch frage. Ach so. Ah, ja, okay. Das Netzteil werde ich wahrscheinlich auch noch hier reinkriegen. Warum verpackt das Steam ist aber unterschiedlich? Weil sie ja in mehreren Ländern gestartet sind. Das heißt dann, je nachdem, ob es eine US-Version ist, ob es ein UK-Netzteil ist, tauschen sie einfach die Dinger aus und packen es dann rein. Und deswegen lag es dann auch unterschiedlich in der Box drin. Ja, richtig geraten. Genau, und wer sich gefragt hat, warum legen sie nicht wie andere Hersteller einfach die unterschiedlichen Adapter bei? Könnte man auch machen, vor allem, weil das hier so aussieht, als ob man es abmachen könnte. Ja, hat was von, als ob sie es bei Raspberry mitgehen ließen. Was haben wir da? 45 Watt Netzteil und bitte USB-C. Halleluja. Gut, so möchte ich das auch sehen. Anleitung fürs Netzteil brauchen wir nicht. Lang genug auf die Folter gespannt. Packen wir das Ding jetzt aus. Ist auch noch verblombt. Witzig. Wie cool. Muss man wirklich durchschneiden. So, Trommelwirbel. 1, 2, 3. So. Damit steht sogar Wave drauf. Das ist schon schick, nett gemacht. Nach etlichen Minuten kommen wir jetzt auch dazu, das Ding endlich mal auszupacken. Aber das... schön. Ist das riesig. Jedes Mal... Jedes Mal wundere ich mich aufs Neue, wie groß das Steam Deck doch ist. Alter Falter. Gut, was haben wir jetzt hier? 7,4 Zoll Display, nicht mehr 7 Zoll Display Diagonale. Wir haben jetzt das OLED Display, von dem ich mir, wie beim Wechsel bei der Switch, nach der Switch OLED will ich auf die normale nicht wieder zurück, viel von erwarte. Und wir haben 90 Hertz, nicht mehr 60 Hertz. Sehr schön. Auflösung ist gleich geblieben. Dann unter der Haube haben wir wieder unseren eigenen da Dingsbums-Chip. Jetzt nicht mehr im 7-Nanometer-Verfahren, sondern im 6-Nanometer-Verfahren. Und wer es ja aus den ganzen Smartphone-Szenen und was nicht alles kennt, damit dürften die hoffentlich auch weniger Strom verbrauchen. Wenn sie mehr Strom verbrauchen, gar nicht verkehrt, denn auch der interne Akku ist von, was waren das, 40 auf 50 Wattstunden angestiegen, irgendwas, ne? Pi mal Daumen 20% mehr Akkukapazität. Ne? Und unterm Strich soll sie auch länger durchhalten und dabei auch leiser sein. Ich habe jetzt noch bei den OLED-Dingern noch nichts von dem Lüfterumbau mitbekommen. Ach, guck mal, ich nehme alles zurück. Das Netzteil passt hier ja gar nicht rein. Ja, so ein Murks. Gut, auf der anderen Seite sagen sich dann viele, USB-C, das kann ich ja sonst wo betreiben. Oder ich habe ein entsprechendes, ne, wenn ich jetzt wieder gucke, mein 65 Watt Kombi-Netzteil schafft auf 45 Watt, wenn ich nur ein Ding anschließe. Das reicht dann auch, um die Switch, das Steam Deck zu laden, beziehungsweise um es dann auch am Kabel im Strommodus zu betreiben. Sehr schön. Wollen wir es mal einschalten? Ich
drück mal, großer roter An- und Aus-Taste, die wahrscheinlich nicht startet, wenn man es nicht schon erst an den Strom gepackt hat. Und übrigens, wo ist denn hier die Anleitung? Fehlt mir auch was. Oder warte, ich war zu voreilig. Und sehr schön, wenn man sich nach der Anleitung beugt, die gar keine Anleitung ist, sondern nur das Kleingedrückte, also das braucht man nicht. Und das Mikrofon fliegt ab. Deswegen, das Ding ist einmal schon hochgebootet. Sehr schön, auch ohne es an den Strom anzuschließen. Jetzt wollte ich einfach mal gucken hier, wenn ich es denn auch dran stecke. Was frisst du denn so im Betrieb? Gut, 13 Watt, wenn es nichts macht. 21 Watt, 26 Watt, fährt langsam hoch. 32 Watt, gönn dir. 38 Watt, 43 Watt, läuft. 44, der zieht jetzt hier die vollen 45. Ja gut, 44 ist ja auch ein bisschen Schwankung drin. So hundertprozentig genau sind ja die Anzeigenkabel dann auch nicht, aber es reicht. So, zum Rumgucken. Was haben wir denn? Da geht nichts. Schade eigentlich. Wieso geht das denn nur mit dem... Wieso funktioniert der nicht? Ach so, doch nochmal. Ah, Helligkeit maximal. Schön, 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 wenn ich hier mal rüber gucke. Ne, da hinten haben wir die spiegelnde Lampe. Ah, von der Helligkeit macht das, lässt mich das gerade hoffen. Von der Bedienung gucken wir mal rum. Mich wundert es, dass ich hier beim eigenen Setup-Einrichtungsding mit dem Trackpad und dann mit den Joy-Cons. Ach so, auf der linken. Wieso geht denn nur der? Wieso ist denn der? Der ist doch wieder. Naja, okay. Okay, okay, okay. A oder B. Ach so, A war zum Auswählen. Pacific Standard Time. Nö, haben wir nicht. Ach so, wir sind nicht im... Da merkt man wieder die Unterschiede zum Smartphone. Ne? Smartphone hätte sich jetzt einfach ins WLAN gezogen und dementsprechend darüber sich dann schon mal Sachen besorgt. So, was haben wir? Oh, klack, klack, klack. Ich höre ein kleines Klack, klack, klack. Myanmar? Nee, stopp, sind wir hier an UK, Berlin, was auch immer, schon vorbei. Wo sind wir da? Europäische Zeit. Nehmen wir Berlin, Deutschland. Faultier-Kabelland. Einmal zum WLAN verbinden. Passwort eingeben. So, Passwort eingeben und das Ding vibriert. Den Vibrationsmotor hört man, merkt man. Ich glaube, ich reg mich bei Tablets ja ein bisschen immer auf, warum haben die keinen eingebauten Vibrationsmotor? Jetzt merke ich es. Für eine Gaming-Konsole, die dann hier und da auch ein bisschen haptisches Feedback braucht, wahrscheinlich ganz okay. Aber teilweise dann doch ein bisschen, also klanglich war der doch ein bisschen nervend. Ne, wenn ich damit dann nur mit dem Tablet rumspiele, wäre wahrscheinlich doof. Wenn ich dabei aber irgendein krasses Spiel spiele, dann rockt es wahrscheinlich eher. So, Steam muss installiert werden. 16 Minuten kann doch gar nicht sein. Ist doch 1 Gigabit down. Kann doch nicht sein. Ach, von 16 auf 6 Minuten, auf 4. Gut, wird einmal installiert. Endlich, Jahre später, aber einmal alles durchlaufen. Das einzige Mal, als man auch den Lüfter ein bisschen hörte, so leicht, war bei der Installation vom Update von der Firmware. Drücken Sie eine beliebige Taste. Wo ist sie denn? Drücken Sie die Taste Steam. Mit dieser Taste können Sie Ihre Bibliothek, Ihren Shop, Einstellungen etc. aufrufen. Ja, okay. Finde ich jetzt gar nicht mal verkehrt. Für mich so als Steam Deck Noob, der das jetzt kurz erklärt bekommt. Dies ist der Schnellzugriff. Benachrichtigung, welche Freunde. Kann man da drücken? Hier oben befindet sich die Systemtaste. Ja, Witzbold, da habe ich sie auch eingeschaltet. Drücken Sie einmal zum Pausieren bzw. Fortsetzen. Halten Sie es gedrückt zum Energy Management. Okay, haben wir auch einmal gemacht. Lautstärke-Tasten, sehr schön, zwei separate. Ach, jetzt habe ich das mit dem SD-Slot da unten übersprungen, weil ich auf der Rückseite an eine von den Schulter-, Feuer-, was auch immer-Tasten gekommen bin. Oh Gott, sind die auch nochmal vier. Oben vier, unten vier. Also, ne, jede Seite zwei. Oben auf der Rückseite auch. Schön. Viel Spaß. Wenn Sie Hilfe brauchen, ja. Tutorial neu starten. Okay, tippen geht anscheinend nicht. In meiner Bibliothek. Genau, 25 Jahre Half-Life. Das wird sich ja teilweise dann doch anbieten. So, was ich aber einmal kurz machen wollte. Oben waren wir für die Einstellung, Installation, Eigenschaften. Nee, einmal zurück. So, was war das hier? Helligkeit. Ah, Flugzeugmodus, Bluetooth und. Und einer Unterschied zum neuen OLED Steam Deck habe ich noch vergessen. Nicht mehr Wi-Fi 5 ist nur an Bord, sondern die OLED Steam kommt auch mit Wi-Fi 6E. Bedeutet Wi-Fi 6 GHz Band. Je nachdem, wie es zu Hause schon aussieht mit diversen Geräten. Schön. Steam Haptik und Vibration im Spiel kann ich auch noch machen. Ja, okay, Freunde brauchen wir nicht. Energiemanagement ist fast auf. Erweiterte Stufenleistung Overlay. Ah, krass. Apropos Wärmeentwicklung, da war gar nichts mit zu merken. Erweiterte Ansicht, Bildwiederholungsrate 90 FPS, Bilddateneinschränkung, gut, kann ich alles noch ändern. Passt, manueller GPU-Takt, Skalierungsfilter und. Eine Benachrichtigung noch, gut, das passt. Ja, erster Eindruck vom Display. Ich meine, Kamera fängt das jetzt so semi-gut ein.
Display war ja sowieso schon immer noch auf voller Display-Helligkeit. Lass mal ganz kurz gucken. Helligkeit immer, nee, wieder runtergefahren. So, fertig. Sah schon schön aus. Gut, wie sich das jetzt im Alltag schlägt, gerade draußen, gerade in der Sonne, gerade unterwegs, wie die Akkulaufzeit ist, wie das Spielverhältnis ist und Spielerlebnis ist und was ich damit alles reißen kann und was nicht, finde ich raus. Ich stürze mich aufs Abenteuer. Erster Eindruck. Das ist doch ein bisschen groß, aber je nachdem, was ich zocke und dann die beiden Trackpads brauche, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Jetzt ist mir aber auch klar, nicht nur mit den ganzen kleinen vier Tasten vorne und den zwei Tasten oben, ne, jeweils zwei, und dann nochmal die zwei auf der Rückseite. Jetzt kriege ich ja allein nochmal acht Tasten, die ich belegen kann, dass ich auch in anderen Spielen, die mehr Tastenkombinationen erfordern, da ein paar Kombis hinkriege. Ja, gut, egal. Erster Eindruck definitiv positiv. Was es aber dann im Spielen kann, warten wir noch mal ein bisschen ab. Half-Life noch mal zocken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.